Es gibt einen neuen Studiengang an der ZHDK, nämlich den Master of Arts in praktischer Anwendung urbaner Subkulturen. Der Experte ist das schon als Hipster-Studiengang abgestempelt worden. Was ist in euren Augen ein Hipster? Ich würde sagen, einer, der auffällt auf eine nerdige Art, aber irgendwie doch noch cool ist. Vor allem wegen dem Style. Ich würde jetzt mal einen Hipster definieren. So. Was für einen Style muss ein Hipster denn haben? Was man spezielle Brille. Okay. Das ist eine Hornbrille. Mhm. Eher ein bisschen längere Haare, aber ja, nicht ganz lang. Grundsätzlich ist ja ein Hipster einer, der ein bisschen am Trend vorausschafft. Oder und immer so ein bisschen das Neueste anhält, das Neueste bringt, das Neueste kennt. Wieso hat Hipster verbrannte Zunge, weil er den Tee trinkt, bevor er cool ist. So ein bisschen dem Stück, bevor einfach die grosse Masse mit allem nachkommt. Was findest du jetzt, dass jetzt die Hipster jetzt auch noch ihren eigenen Studiengang bekommen? Was soll das? Also. Nein, wieso nicht? Krass, das ist ja... Nein, es kommt ja immer mehr raus und ich meine, wir müssen uns irgendwo auch entwickeln und wenn das zu der Entwicklung gehört, wieso nicht? Ich finde es gut. Du findest es gut? Ja. Wäre doch noch interessant, weil sie haben ja irgendwie einen Grund, dass sie so eine spezielle Lebensweise haben, ja, und dann, wenn man noch etwas darüber lernen kann. Also sicher setzt das ja auch, also auch, ist ja auch spannend. Ich meine, wirtschaftlich ist Kunst eh ein ganz spezieller Sport, aber ich finde das gut, dass man Varietät kann bringen, dass es überall etwas gibt, was dann nachher dann Job nachfragen zu ist, kann ich halt jetzt ja nicht sagen. Aber okay. Was schaffst du noch, wenn du so einen Abschluss hast? Du bist Künstler. Ich sag's einmal, man kann mit dem Abschluss Museumsdirektor werden, zertifizierter Street Artist und professioneller Vinylplattenverkäufer, also Schallplattenverkäufer. Ja. Geil. Die drei Sachen? Nein, schon mehr. Aber das wären so drei Beispiele, was man damit machen könnte. Ja, ich will gerade Plattenverkäufer. Wäre das etwas für euch? Würdet ihr heute studieren gehen? Nein. Ja, voll. Nein. Joe, willst du es machen? Voll. Ja, mit der zu kommt vielleicht. Ich glaube nicht. Nein. Okay. Nicht unbedingt. Ja. Ich muss mich dann noch etwas genauer informieren. Es klingt mal nicht schlecht. Aber es klingt schon ähnlich wie Style und Design, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Wir wollen mal schauen. Lassen wir uns überraschen. Ich bin mich eh noch etwas am Auskundschaften, was ich genau machen will.